Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf der Berlin Brettspielcon am Stand von Frosted Games und bei mir ist, wie könnte es anders sein, der Matthias, dessen Nachnamen ich nicht aussprechen kann und werde. Sag's bitte selbst. Hallo, morgen. Ich glaube, das reicht auch. Ja, Matthias, du hast ja eigentlich deinen Verlag gegründet, um deinen legendären Adventskalender rauszubringen und hast uns damals gesagt, Spiele, ja, vielleicht mal das 1, 2, aber eigentlich soll der Adventskalender der Hauptaspekt bleiben bei dir. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, oder? Wie läuft es denn bei dir gerade? Reden wir davon, was ich mir wünsche oder was ist? Also es ist tatsächlich so, dass der Adventskalender nicht mehr der Hauptpunkt ist. Das hängt aber damit zusammen, dass man damit halt kein großes Geld verdienen kann. Und es ist einfach so, dass ich auch vielleicht einfach zu viel freie Zeit habe und mich langweile. Und dann habe ich auch noch Bock, das zu machen und das zu machen. Und ehe ich was sehe, habe ich auch einmal ganz viele Spiele auf dem Tisch. Und ja, und das mache ich mit viel, viel Freude. Was ein bisschen auffällt, du hast einige ernste oder sehr ernste Spiele, zum Beispiel bei der Kuba-Krise im Programm. Ist es jetzt so die Richtung, die du einschlagen willst? Jein. Also ich versuche mit meinen Spielen zwei Richtungen zu gehen. Auf der einen Seite will ich sehr gerne historische Spiele haben, so wie 13 Tage, so wie Hochverrat, so wie auch Vetternkrieg. Und ich habe auch noch einige Spiele dieser Richtung in der Pipeline. Auf der anderen Seite versuche ich vor allem, Spiele für ein bestimmtes Publikum zu machen. Also ich versuche vor allem, Spiele zu machen für zwei Personen. Ich versuche, Spiele zu machen für eine Person. Ich habe jetzt hier mit Trick and Trouble ein Spiel, das ist genau für drei Personen. Das ist halt eine Zielgruppe, wo die Leute sagen, ja, das ist schön, dass da 2 bis 4 draufsteht, aber es funktioniert mit der einen Spielerzahl besser als mit der anderen. Und ich sage, ja, warum dann nicht die Spiele genau für diese Spielerzahl machen? Und hast du das Gefühl, das kommt gut an bei dem Publikum? Also wird es so angenommen, zum Beispiel jetzt das Spiel für 3 Spieler kommt jetzt gerade erst raus, aber so generell, meinst du, es wird angenommen? Ich denke, es wird angenommen. Ich glaube auch, die Leute suchen inzwischen gezielter. Die sagen sich, na, wenn ich die volle Auswahl zwischen allem habe, dann wird es ja langweilig. Aber viele Leute sagen, ich suche ja Spiele für genau die richtige Gelegenheit. Und manchmal ist die Gelegenheit, wir sind halt nur zu dritt. Welches Spiel ist denn auch zu dritt gut? Und dann braucht man nicht lange überlegen, weil da gibt es ein Spiel, das genau für 3 Spieler ist. Jetzt kommen wir trotzdem noch mal auf deinen Adventskalender zu sprechen. Gibt es denn 2018 auch wieder einen? Ja, 2018 gibt es auch wieder einen. Und wenn das jetzt hier online geht, dann werden die meisten vielleicht auch schon die ersten Infos haben. Ich veröffentliche ja die ersten Preview-Bilder gleich am Dienstag nach der Spiel des Jahresverleihung. Da sieht man dann jeden Tag so ein paar Ausschnitte, dann kann man mitraten. Und ungefähr eine Woche später gibt es eine Pressemitteilung, wo dann auch erwähnt wird, für welche Spiele was da drin zu erwarten ist. Super, da sind wir schon gespannt drauf. Hast du denn im Gegensatz zum letzten Jahr was verändert am Adventskalender oder ist er wieder genauso? Also das Format, die Schachtel ist dieses Jahr tatsächlich dieselbe wie letztes Jahr, also diese kleinere. Was ich verändert habe, und ich hoffe, da verzeihen mir alle, ist tatsächlich der Preis. Der ist dieses Jahr ein bisschen teurer, das liegt aber daran, dass da mehr Inhalt drin ist. Letztes Jahr hatte ich 2 Beiträge, die haben mehr als ein Tableau gebraucht. Da waren dann 2 oder 3. Und da waren ganz viele Verlage, die gesagt haben, wir haben tolle Ideen, aber die passen auch nicht auf ein Tableau. Wir möchten auch 2 oder 3 reinpacken. Und es sind effektiv 50% mehr Tableaus drin. Und das heißt, das sind auch mehr Kosten in der Produktion. Und das muss ich jetzt leider für 5 Euro mehr verkaufen. Das kostet also dieses Jahr 55 Euro. Aber ich bin mir sicher, dass die Spieler den trotzdem wieder annehmen werden. Das hoffe ich sehr, weil da sind wirklich für ganz, ganz grandiose Spiele was drin. Und ich habe auch wieder meine Finger bei einem Sache dabei, wo ich mit viel Freude mitdesignen durfte. Sehr schön. Was uns auch aufgefallen ist, ist, dass du jetzt seit kurzem deinen Vertrieb an Pegasus oder im Vertrieb mit Pegasus Spiele zusammenarbeitest. Wie kam es denn dazu? Die Sache war die, ich war letztes Jahr in Essen, da kam der liebe Andreas Finkernagel auf mich zu und hat gesagt, du Matthias, du hast hier 2 richtig tolle Spiele, warum sind die bei uns nicht im Vertrieb? Und ich so, ja, alles was ich habe ist bei euch im Vertrieb. Ja, aber da steht nicht Pegasus drauf. Und ich so, das stimmt. Und dann habe ich mich mit denen getroffen, wir hatten längere Gespräche und wir haben uns geeinigt, dass einige Spiele halt bei denen exklusiv in den Vertrieb kommen mit Pegasus-Rahmen und so. Und ich gestehe, ich bin ein Fan des Pegasus-Rahmen. Ich finde, der sieht einfach toll aus.
Und da sind halt vor allem Spiele dabei, wo ich glaube, dass dem Spiel auch gut tut, wenn es eine größere Verbreitung bekommt. Also ich meine, ich freue mich, dass ich mit Spiel Direkt zusammenarbeiten kann, aber auch das hat Limits, wie viele Läden und wie viele Personen man erreichen kann. Und Pegasus kann da an der Stelle mehr. Und deswegen genieße ich das, dass ich einfach sagen kann, hier, nehmt das und treibt das raus in die Welt und bringt noch eure Marketingkompetenz mit rein, die ich allein nicht leisten kann. Sie haben nicht alle Spiele im exklusiven Vertrieb, das wäre wahrscheinlich auch zu viel. Aber sie haben halt tatsächlich einige tolle Spiele dabei, wie jetzt das Paper Tales, wieder 13 Tage, 13 Minuten. Sie haben das ausgespielt, beziehungsweise die englische Version Gamer Over. Sie haben noch ein paar Spiele mehr, die da noch kommen werden. Also da bin ich sehr glücklich mit. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf die Anfänge deines Verlages, würdest du dann jetzt was anders machen oder sagst du, es ist genau perfekt, so wie es jetzt alles gelaufen ist? Um mal den Schmetterlingseffekt zu nehmen, wer weiß, wie es jetzt aussehen würde, wenn ich was anders gemacht hätte. Ich bin jetzt glücklich, ich war die ganze Zeit glücklich, ich bereue nichts, was ich gemacht habe, ich wüsste jetzt nicht, warum ich was anders machen sollte. Von da aus gesehen, nee, ich bin super happy, ich würde es wahrscheinlich genau so machen, weil ich mit dem Ergebnis, so wie ich jetzt dastehe, sehr, sehr glücklich bin. Jetzt hast du ja nicht nur den Verlag, du bist auch bekannt zum Beispiel bei den Bretterwissern, eurem Podcast, den ihr habt, und du hast auch manchmal bei anderen Verlagen noch deine Finger im Spiel und eigentlich kennt man den Matthias von überall her. Gibt es denn einen Bereich, in dem du bisher nicht aktiv bist, wo du aber sagst, ah, das wird mich auch nochmal reizen? Ich würde gerne Golf spielen können. Im Spielebereich? Ach so, ja, also ich kann mich illustrieren, also ihr werdet kein Spiel finden, das ich gemalt habe. Ich kann keine Grafik, da bin ich froh, dass der Clemens mir hilft. Ich kann Redaktion, ich kann ein bisschen Marketing, ich kann ein bisschen Sales. Wenn irgendein Verlag Hilfe braucht, habe ich das immer gerne gemacht. Ich glaube, das wird jetzt stückchenweise weniger werden, weil ich einfach mit meinem eigenen Verlag viel zu tun habe. Eigentlich, ich vermisse nichts. Wenn ich was machen möchte, dann mache ich es. Autoren da sein? Ah, Autor wollte ich mal sein, ich habe viele Sachen gemacht. Ich bin kein guter Autor. Ich glaube, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich das eingesehen habe. Ich bin der bessere Redakteur. Ich bin aber auch nicht der beste Redakteur. Es gibt echt Redakteure, die sind besser. Da gucke ich auch gerne und dann hole ich mir auch gerne Hilfe ins Haus. Ich glaube, ich kann viele Sachen ein bisschen, ich kann nichts perfekt, aber ich weiß um meine Stärken und meine Schwächen und ich bin einfach froh, dass mein Verlag ausreichend gut wächst, dass ich mir das, was mir fehlt, einfach von woanders holen kann. Sehr gut. Und um dich jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen, wollen wir auch mit dir schnelle Fragen, schnelle Antworten spielen. Ich stelle dir die Fragen und du antwortest aus dem Bauch heraus. Ketchup. Okay, was ist deine Lieblingsspielerfarbe? Kann ich das als rot deuten? Gelb. Ah, passt nicht zu Ketchup. Achso, wir waren jetzt nicht bei den Spielefritten, oder? Weil da hätten jetzt Ketchup oder Mayo geheißen, hätte ich Ketchup gesagt. Wahrscheinlich wäre ich dann jetzt raus gewesen. Nee, gelb. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Die Downtime ist mal wieder viel zu groß. Was machst du, bis du wieder dran bist? Die richtige Antwort würde wahrscheinlich lauten, zu sagen, ich hole einen Aaler Erde auf den Tisch und baue es auf dem Nachbartisch auf, um eine Runde dazwischen zu spielen. Die Wahrheit ist, ich bin dann jemand, der redet, der auf die Leute einredet und versucht, sie zu bestimmten Aktionen zu drängen. Also ich bin so der Bequatscher, aber meistens habe ich kein Problem mit Downtime. Jetzt kommt was sehr Spannendes. Dein Haus brennt ab und du kannst nur ein einziges Spiel retten. Welches wäre das? Ja, ich glaube, das würde ich muss ich als Antwort stehen lassen. Das geht nicht. Das ist so, als müsste ich zwischen meinen Kindern entscheiden. Das tue ich nicht. Würfel oder Karten? Oh, ich liebe beides sehr, sehr. Ich mache deutlich mehr Kartenspiele, weil ich Karten für vielfältiger halte. Ich liebe dieses haptische Erlebnis des Würfelns. Wenn ich jetzt gezwungen werden würde, würde ich wahrscheinlich Karten sagen. Was ist deine Lieblingsspielart? Ich glaube, meine Lieblingsspielart ist tatsächlich gesellig. Also Kommunikationsspiele, wo wir gemeinsam einfach viel, viel Spaß haben. Sowas wie ein Decrypto, sowas wie ein Codenames, sowas wie ein Sag's mir in der Richtung. Und was für ein Spielertyp bist du? Ich bin ein Bauchspieler. Also ich bin lieber jemand, der sagt, ich lerne das kennen und dann setze ich mir zu Beginn des Spiels, wenn ich es besser kenne, dann eine Strategie und versuche, die durchzuziehen und im Notfall auf die Nase zu fliegen. Wunderbar. Jetzt wollen wir abschließend wie immer einen Blick auf die Zukunft werfen. Was hast du dir mit Frosted Games für die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre vorgenommen? Fünf?
Ich bin ja, vielleicht auch nur vier. Ich bin ja froh, dass ich 2 Jahre in die Zukunft gucken kann. 5 Jahre ist zu viel, das kriege ich nicht hin. Also ich glaube auch, dass eine Planung in der Richtung überhaupt nichts bringt, weil wenn man mich vor 5 Jahren gefragt hätte, hätte ich nie gesagt, dass ich einen Verlag haben werde. Ich glaube auch vor 2 Jahren, als wir geredet haben, hätte ich nie gesagt, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Ich glaube, in 2 Jahren würde ich gerne so weit sein, dass ich gesetzter bin, dass die Leute sagen, oh, was bringt denn Frosted Games raus, gerne bei mir an den Stand vorbeikommen. Ich möchte dann aber immer noch dastehen und sagen können, übrigens, guckt auch bei den Nachbarverlagen vorbei, schaut bei Hans im Glück, schaut bei Spielworks, schaut bei Eggert, schaut bei Asmodee, bei Pegasus, bei ganz vielen anderen Verlagen, bei Cosmos, bei Ravensburger. Was bringen die raus? Weil ich glaube, diese Vielfältigkeit ist das, was es uns ausmacht und ich möchte ein Teil dieser Vielfältigkeit sein. Ja, dann drücke ich dir dabei ganz feste die Daumen und natürlich auch, dass deine jetzt gerade rausgekommenen Spiele und die Spiele, die demnächst erscheinen werden, gut ankommen und du auch mit deinem Verlag weiter so erfolgreich bist. Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei dir für das Interview. Vielen Dank.